Okay, bist du bereit? Ja. Mit was denn? Das Wimpschuh? Ja. Ich mach nicht. Wir wechseln jetzt. Ja, okay. Okay. Premiere. Ich mach zu. Okay. Hallöchen! Hallo Leute! Herzlich willkommen in unserer Wohnung. Wir machen euch heute eine Roomtour. Und wir sind jetzt schon hier in der Wohnung seit 3 Monaten? 2 Monaten? Fast 4 Monate sogar. Nein. Doch. Seit 1.1. wohnen wir hier. Also wir wohnen seit 1.1. zusammen. Ahmed und ich sind zusammengezogen. Und jetzt zeigen wir euch unsere Wohnung. Es wird noch viel passieren, aber wir wollten nicht warten. Wir zeigen euch jetzt einfach, wie wir jetzt leben. Du bist jetzt die Beste. Jetzt ist sie schon richtig schön und wir fühlen uns so wohl. Und deswegen zeigen wir sie euch jetzt schon mal, weil ich liebe unsere Wohnung. So. Deswegen, Hoschke-Aldenis, kommt rein. Wo fangen wir an? Der allererste Raum, wenn man reinkommt, ist direkt das Badezimmer. Also es ist jetzt noch unser richtiges Badezimmer. Eigentlich soll es aber das Gästebadezimmer werden. Aber da wir jetzt noch nicht den Raum haben, das erkläre ich euch später, ist es jetzt erstmal unser Bad. Yeah. Okay. Wir haben hier eine Dusche, ein Fenster, hier sind unsere Shampoos. Wenn wir duschen gehen, normale Menschen, bei uns kommt nichts. Warum? Wir haben keinen Strohhalm. Was habe ich gemacht? Ich habe weggeworfen wahrscheinlich. Aber es war nicht in der Packung drin. Aber egal, weißt du, und deswegen, guck mal, ich dusche jetzt, sag mal, wir demonstrieren jetzt, okay? Wir duschen, warum ist es überhaupt schief? Okay. Wir duschen jetzt, okay? Ja. Ich gebe ein bisschen Shampoo in die Hand. Und ich vergesse jedes Mal, das zuzuschließen. Ja. Jedes Mal. Emilia sagt, Ahmed, bevor du rausgehst, schließ bitte zu. Wir müssen wirklich diese Schläuche bestellen. Wir müssen die neu bestellen. Weiter geht's. Und hier ist ein ganz normaler Spiegel und ich sag euch, es war ein Kampf, bis wir diesen Spiegel hatten. Ja. Wir hatten 2 Monate keinen Spiegel und dann mussten wir uns einen Bauhaus kaufen. Wir haben den befestigt mit Kleber, aber wir haben zumindest einen Spiegel. Weiter geht's. Das Beste kommt zum Schluss, wa? So, dann, ich wollte euch mal zeigen, ich habe ein bisschen für Ramadan geschmückt. Ja, das ist so witzig irgendwie. Leute, nehmt uns das nicht übel, aber wir sind ein bisschen aufgeregt. Wir sind einfach aufgeregt, wenn wir euch so unsere Wohnung zeigen, weil wir es immer noch so toll finden, in der Wohnung zu leben und es einfach cool ist. Okay, weiter geht's. Hier kommen wir in den Flur und hier gibt es ganz normale so Schalter halt. Also Wohnzimmer, Essplatz, Flur, halt Lichtschalter. Mhm. Und hier haben wir unser WLAN. Und in der anderen Dings ist unser WLAN drin. Also das ist uninteressant, aber ich habe es euch trotzdem gezeigt. So, dann weiter. Achso, jetzt kommt der nächste Raum, bevor wir dann ins Wohnzimmer gehen. Aber wer weiß, was später daraus wird. Also jetzt gerade ist noch unser Schlafzimmer. Aber wir finden es eigentlich noch ein bisschen groß für unser Schlafzimmer. Später kommen ja noch die anderen Räume ran. Jetzt ist es aber noch unser Schlafzimmer. Ja. Später vielleicht... Mal schauen, vielleicht Kinderzimmer. Vielleicht Kinderzimmer, Büro. Irgendwas wollen wir noch machen. Aber kommt... nicht so lange hier, deswegen haben wir noch nicht irgendwie viel Deko oder Bilder oder so. Ich wollte jetzt noch nicht so viel Deko reinmachen, weil wir erstmal alles brauchten, um richtig zu leben. Ja. Wir brauchten erstmal Basics. Die Basics, den Grundbaustein. Den Grundbaustein einfach. Also wir brauchten erstmal die ganzen Grundsachen, damit wir überhaupt leben können. Ein Schrank, ein Bett, ein Tisch, eine Couch. Ja. Und das ist eigentlich alles, was wir jetzt brauchen. Und jetzt langsam können wir anfangen mit Deko, aber wir wohnen erst 3 Monate deswegen. Ja, ja, also, hier ist unser Schlafzimmer. Das ist unser Bett. Das ist 2 Meter mal 2 Meter. Jetzt können wir ganz kurz zeigen. Guck mal Leute, ich bin gerade in der Ecke. Das ist einfach so ein Riesenbett. Also unser Bett. 2 Meter mal 2 Meter, das ist riesig für mich. Ich hatte vorher ein 1,60 Bett und du hattest vorher ein 1,40 hatte er. Und jetzt haben wir so ein riesiges und dafür sind wir mega dankbar. Auf jeden Fall ist das unser Bett und wir... Ich seh dich nicht. Ich finde dich, aber ich seh dich nicht. Ja, warte, dann mach runter wieder. Da sind wir wirklich dankbar, dass wir jetzt so ein Bett haben können. Dann haben wir hier unser schönes Andenken. Das bekommt auch immer einen besonderen Platz in unserer Wohnung, egal wo wir sind. Das wird immer an einen tollen Ort gelegt. Dann auf der anderen Seite haben wir unseren Schrank. Der ist richtig voll. Können wir mal kurz reinschauen? Emilia, nicht da. Das ist wirklich... Okay. Deine Seite. Okay. Deine Seite. Das war erstmal unser Schlafzimmer. Ja. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Gehen wir weiter. Weiter geht's. Wieder in den Flur. Okay, damit ihr auch versteht, wie es jetzt gerade bei uns aufgebaut ist. Hier sind wir gerade hergekommen. Hier ist unser Ausgang, also Eingang besser gesagt. Hier war gerade das Badezimmer, wo wir drin waren. Und jetzt kommen wir gerade aus dem Schlafzimmer in unseren Flur. Und jetzt geht's in unseren Lieblingsraum. Das ist aber 3 Zimmer in einem. Wohnzimmer, Esszimmer und Küche. Alles offen und alles zusammen. Das finde ich richtig schön. Ich liebe offene Räume und so. Und das heißt alles offen und alles richtig schön. So, komm jetzt. Ja, Heidi.
unsere Couch. Da haben wir auch wirklich lange gebraucht. Wir hatten vorher noch eine andere und die haben wir schon zurückgeschickt und jetzt haben wir endlich unsere richtige Couch. Und dann haben wir hier unser Wohnzimmertisch. Hier haben wir unsere Fernbedienungen, damit die nicht so auf dem Tisch liegen. Wie ihr merkt, die Wohnung ist noch ganz einfach gehalten. Wir sind auch noch nicht lange hier. Deswegen haben wir noch nicht so viel gemacht, aber trotzdem wollten wir sie euch einfach zeigen. Hier ist dann diese Tür, davon wollte ich euch schon erzählen. Hier ist der Ort, wo drei Räume noch rankommen. Also wenn man dann hier durchgeht, kommt man dann ins richtige Schlafzimmer, wenn es dann so ist. Und dann noch in diesen Stauraum und dann noch ein großes Badezimmer. Mhm. Und jetzt, wenn ihr das sehen könnt, warte mal, ich zeige mal. Hier ist jetzt Styropor dran, ne? Und dahinter ist gar nichts. Aber Ahmeds Baba hat uns das so gemacht, dass wir da nicht durchfallen können, dass da keiner durchfällt. Also da ist nicht nur Styropor, sondern dahinter ist eine Regel. Gipswand, die das auffällt, dass wir da durchfallen. Vielleicht hat man schon gesehen. Wir haben mal, also Emila wollte mal unserer Familie komplett alles hier zeigen. Okay, sie war so aufgeregt, sie hat komplett alles sauber gemacht, den ganzen Tag geputzt, die Wäsche aufgeräumt, alles gemacht. Was hat sie aber gemacht? Sie kommt raus aus der Tür, sie zieht die Tür zu, damit keiner schon den Raum sieht, also damit keiner die Wohnung sieht. Sie hat den Schlüssel drinnen vergessen. Was mussten wir machen? Wir haben alle Fenster kontrolliert. Wirklich, alles war zu. Was haben wir dann gemacht, Emila? Wir mussten, mein Vater und ich haben dann hier ein Loch reingemacht. Sieht man, dieses gelbe umrandete hier, ne? Ja. Da haben wir ein Loch reingemacht. Jetzt fragt ihr euch, Und dann bin ich da durchgegangen. Ich bin von unten mit einer Leiter hier reingegangen und musste dann hier die Tür öffnen. Also Leute, das hier war kein Spaß. Das ist auch genau das Loch, wo Ahmed durchgepasst hat. Also genau so bin ich reingegangen. So durch. Und jetzt kommen wir in die Küche. Jetzt kommen wir in die Küche. Komm. Jeden Tag, sie redet von dieser Küche immer noch. Hier machen wir Massage, Iftar und wir essen auch richtig oft hier. Ich liebe unsere Küche. Ich kann euch ja mal ein bisschen näher zeigen, wie sie aussieht und was ich alles so in die Schränke reingepackt habe. Wir haben uns nicht nur Mühe gegeben bei der Einrichtung von der Küche, sondern auch bei der Einrichtung von den Schränken. Wir haben hier Menemen-Schalen, dann haben wir so eine Teekanne. Die haben wir aber erst neu geholt, ne? Stimmt. Dann haben wir hier Schalen, Teller, Gläser. In dem Schrank haben wir genau das gleiche, nur ein bisschen anderes Geschirr. Chai-Gläser. Und hier haben wir noch einen Schrank. Da haben wir auch nochmal Teller und ein paar Sachen drin. Sieht wirklich so pam aus, aber das war wirklich Kopfschmerzen. Also unsere erste Wohnung einzurichten, hat uns viel Kraft und Zeit gekostet, aber es hat sich 100% gelohnt. 100%. Emilia hat den Kühlschrank super eingerichtet. Also ich bin dankbar, so eine tolle Frau zu haben. Ich mag dieses Leben mit dir. Und von der Küche kommen wir jetzt in den allerletzten Raum der Wohnung. Dieser Raum ist aber nicht in der Wohnung drin, sondern dafür müssen wir kurz aus der Wohnung raus. Das ist unser einziger Raum, da wo wir bisher Stauraum haben. Ich zeige euch jetzt den Raum, wo ich mir aber sage, Ahmed, kannst du mir bitte Naht holen? Ahmed, kannst du mir bitte Trinken holen? Kannst du mir Zwiebeln holen? Kannst du mir Knoblauch holen? Alles ist hier in diesem Raum. Wir kommen direkt aus der Wohnung raus und gucken links. Unglaublich. Ich finde das einfach Bombe, dass wir einen Raum haben, wo wir alles verstauen können und was nicht in die Wohnung kommt. Wir haben hier von Nudeln bis Mehl, Reis, Cornflakes, haben wir hier ganz Tomatenmark, alles. Also hier haben wir wirklich komplett alles, sogar Klopapier haben wir hier. Was ich noch super finde, wir haben in unserem Kühlschrank kein Gefrierfach, dafür haben wir hier einen Gefrierschrank. Also haben wir wirklich hier in diesem Raum alles und auch gut aufgeteilt, finde ich. Wieder Emilias Kopf, alles hat Emilia gemacht. Ey, wir sind für diesen Schrank, den ihr gerade hier seht, ne? Diesen braunen Schrank hier, nach Dresden gefahren. Ja. Wir sind 2 Stunden nach Dresden gefahren, um diesen Schrank hier zu kaufen. Hier haben wir noch unseren Staubsauger, der ist an der Wand. Ja, also sieht auf jeden Fall bombastisch aus. Ja, das war eigentlich unsere Wohnung bis jetzt. Sobald wir die drei Räume haben, sobald wir nochmal ein bisschen erneuert haben hier alles. Können wir euch nochmal zeigen. Ja, zeigen wir euch, was hier alles passiert ist. Ja, das war's eigentlich, ne, Mia? Das ist unsere Wohnung gewesen. Das ist unsere Wohnung. Leute, wir haben euch vergessen, was zu zeigen. Und zwar ist das unser Essbereich. Hier genau von der Küche, wenn man geradeaus durchguckt, genau hier komplett. Unser Esstisch. Die Stühle sind noch von Ahmeds Baba, ne? Und die hat sie uns geliehen. Aber ich finde die sowieso ganz schön. Bis jetzt haben mir noch keine Stühle so richtig gefallen. Und so können wir erstmal essen, erstmal sitzen und
das reicht erstmal. Wenn Gäste kommen, dann mussten wir noch was anderes dazustellen. Aber jetzt erstmal bin ich noch auf der Suche nach Stühlen. Wie ihr merkt, die Wohnung ist noch nicht ganz fertig. Es sind noch viele Sachen, die noch gemacht werden müssen. Es fehlen auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Aber so wie es jetzt ist, ist es schon wunderschön. Und wir sind richtig dankbar überhaupt, dass wir hier sein können und dass wir hier leben. Weil wir sind glücklich und wir haben uns. Und das ist das Allerwichtigste. Das, was hier alles steht, ist gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir zu zweit sind. Und es war auch unser Ziel. Deswegen sind wir auch schon so früh hier eingezogen, obwohl der Rest noch nicht fertig ist. Wollten wir erstmal hier leben und erstmal zusammen sein. Ich hoffe, dass euch diese Wohnungstour gefallen hat. Das ist unsere Wohnung. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig viel Zeit und Arbeit hier reingesteckt. Wir haben jeden Tag was gekauft, was gemacht, was geändert. Jeden Tag passiert immer was Neues und so eine Wohnung kommt ja auch immer wieder was Neues dazu. Wir wollten euch jetzt aber einfach mal zeigen, wie es jetzt so ist. Wollten nicht warten und ja, und, das war unsere Wohnung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ja, wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Heidi. Tschüss.